Hallo und herzlich willkommen. Es geht weiter mit TG Zockt. Mein Name ist TG und wir spielen zusammen Remember Me. Endlich. Remember Me selber hat mich ja auch persönlich interessiert. Heißt, so ein Action-Adventure mal, kein Shooter. Rumhüpfen, rumprügeln, vielleicht ein Rätsel lösen oder zwei. Das ist das, was mich auf jeden Fall interessiert hat. Hat jetzt gute bis mittlere Kritiken bekommen, das Spiel, das habe ich schon gelesen. Wobei ich darauf aber heutzutage auch nichts mehr gebe, weil gute Kritiken können gekauft sein. Schlechte Kritiken wiederum können eben nicht gekauft sein, weil der Publisher kein Geld an die Spielezeitschrift gezahlt hat. Dann zicken die manchmal auch ein bisschen rum. Bestes Beispiel ist da 4Players in meinen Augen, aber das ist ein anderes Thema. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was mich erwartet. Das Thema selber interessiert mich. Und jetzt war ich, ne, also ich war noch nicht, ich habe noch nicht gespielt, ich habe nur gerade in den Optionen schon mal alles Mögliche eingestellt, heißt Untertitel an, damit ihr mitlesen könnt, die Grafikeinstellungen angepasst auf 1080p. Yeah! Alter! Na gut, bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, legen wir mal los. So ein neues Spiel und, ne, die ideale Herausforderung für den regelmäßigen Spieler, das nehmen wir mal. Nachdem unser Boot sank, erreichte ich als einziger Flüchtling das Ufer. Ich hielt die Hand meines Mannes bis zur letzten Sekunde. Ich spüre noch, wie seine Nägel sich in mein Fleisch grub. Und wissen Sie? In der ersten Nacht, sagte er, teilen wir unsere Erinnerungen. Ich hatte ein bisschen Angst. Aber er lächelte und zusammen drückten wir den Schalter. Spürte ich alles. Zum ersten Mal erlebte ich all seine Liebe. So warm und so stark. Sie tat fast weh. In den letzten 3 Jahren war jeder Tag unser erster Tag. Das Wetter war so heiß an jenem Tag. Die Straßen stanken schrecklich nach verbranntem Kunststoff. Ich ging mit den anderen Kindern durch die Stadt aus Paris hinaus. Niemand schoss. Der Krieg war vorbei. Wer weiß, ob ich je den Mut finde, meinem Sohn diese Erinnerungen zu geben. Aber ich bin beruhigt, da ich weiß, dass sie gut geschützt sind. Dank meines Sensen kann ich mich an alle entscheidenden Momente meines Lebens erinnern. Gute oder schlechte. Dank meines Sensen lebt mein Mann weiter. Hier und hier. Sensen. Ich spüre viele Wortspiele raufkommen. Verdammt viele sogar. Oh Mann. Sensen. Ja, wenn Sie meinen, Episode 0. Episode. Ja, fangen wir mit der Episode 0 an. Wiedergeburt und Neustart. Ja. Sehr gut. Memory Wipe in Progress. Ja, das kann einem schon Tag versauen, sowas, denke ich. Hostgedächtnis gelöscht. Sensen erwartet neue Gedächtnisdaten. Ja, das ist wohl Sense. Geht schon los. Guten Tag, hörst du mich? Ja. Wie heißt du? Nelin. Welches Jahr? Was hast du gesagt? Nelin. Verdammt. Ja. Tatsächlich. Keine Sorge. Diese letzten Erinnerungen kriegen wir noch weg. Ist das wohl der Sensenmann? Noch eins. Toll. Nicht. Es ist 2084. Weißt du, wo du bist? Nein. Doch nicht so widerstandsfähig. Vielen Dank für deine Mitarbeit. Was? Dr. Quaid? Ja.
Dieses Objekt leistet etwas Widerstand. Führt die Substitutionsprotokolle aus, dann schickt sie her. Ich lösche ihre letzten Barrieren selbst. Ja, Herr Doktor. Ja. Also das bin dann scheinbar ich. Das heißt scheinbar, ich weiß, dass ich das bin. Ich bin diese Nillin. Und, naja, mir wurde scheinbar gerade das Gedächtnis gelöscht, warum auch immer. Aber scheinbar auch nicht ganz, weil ich weiß ja noch, dass ich Nillin heiße. Oh, wer ist das denn? Guten Tag. Tag. Den Kopf heben, bitte. Ja. Ach, im Spiel. Okay. Danke. Nun bitte aufstehen. Ja, also auch im Spiel. Ich bleib natürlich jetzt sitzen. Capcom Pulse. Mit der orange-farbene Linie zur nächsten Aufgabe folgen. Guck mal, wie bei Mikia. Zum Teufel. Aha. Sehr gut. Ja, hier liegen sie alle rum. Sind die auch gerade gelöscht worden? Ich weiß nicht. Ja, ich erinnere okay. mich an nichts. Alles da. Ich habe dich auch nicht gefragt. Selber? Ja. Ziemlicher Trip. So. Nächste Abteilung. Haushaltswaren, Unterwäsche und Kleincomputer. Die Musik ist schön. Das gibt keinen Sinn. Okay, guck mal, eine Schlange. Da stelle ich mich mal an. Oder was? Bitte stell dich an und warte, bis du dran bist, ja. Bevor du dich auf den Stuhl setzt. Stell ich mich mal an. Oha. Ja. Ist ja ein kurzes Spiel dann, ne? Komme ich gleich mit Sicherheit auf den Stuhl. Und bin dann in einer besseren Welt. Nillin, kannst du mich hören? Ja. Sie löschen gleich dein Gedächtnis, Nillin. Lass es nicht zu. Ich schaffe eine Umleitung. Leg los, wenn ich sage. Wer bist du? Wenn du überleben willst, dann hör auf mich. Lass mich nicht allein. Okay, ich habe doch noch nicht Ende da vorne. Wäre auch ein sehr kurzes Spiel gewesen für das Geld. Bitte stell dich an und warte, bis du dran bist, bevor du dich auf den Stuhl setzt. Oha. Netzwerkstörung. Temporäre Quarantäne aktiviert. Danke für deine Geduld. Bitte bleibe in der Schlange. Jetzt sind sie aufgewacht. Nillin, links geht gleich der große Rollladen auf. Wenn du verstehst, beweg den Kopf. Ich bin mit deinem Sensen verbunden und fühle es. Sensen. Die Tür. Geh drunter durch. Schnell. Okay. Geh mal drunter durch. Och, gar nicht mal so unhübsch. Das Ding da hinten ist dieser Memory-Anschluss, wa? Alle fürs Gehirn. Gehen wir weiter. Unbeaufsichtigter Patient in Sperrgebiet. Zwangssicherungseinheit entsandt. Ach, und der Roboter. Scheinbar. Jo, alles klar. Geil. Voll das Riesenmaul. Da muss ich jetzt wegrennen. Ich glaube, die rote Linie ist sehr gefährlich. Die möchte ich jetzt einfach mal nicht berühren. Die Passage rechts von dir. Nimm sie. Ja.
Steh auf, du musst weiter. Ja. Machen wir. Oh, läuft so schon relativ schnell, relativ normal. Dafür, dass sie gerade so kaputt war. Okay. Gehen wir hier lang. Oh, wo bin ich? Fast geschafft. Schnell in eine Kiste. Mach! Okay. Eine Kiste. So ein Ding da. Ziehen wir uns. Nee. Machen wir mal. War hier mal fesselt. Ein Ladebildschirm oder ähnliches? Jawohl, kommt. Alles klar, dann war's das bis jetzt hier. Meine erste Folge TGZockt Remember Me ist vorbei. Wir sehen uns natürlich möglichst schnell wieder, damit ihr wisst, wie es weitergeht oder damit ich auch sehe, wie es weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und eine schöne Woche und etc. pp. Bis dann, euer Didi. Ciao.